Es startet jetzt hier mit der ersten Partie gegen Vincent Keimer. So, E4 ist natürlich auf dem Brett. Wie, was auch sonst? Was auch sonst? Er macht C5, okay. Sizilianisch. Ja, gut. Natürlich, ganz solide werden wir es spielen. Ganz solide werden wir es hier spielen. Das ist klar. Ja, hier glaube ich, kann man sogar rochieren. Ich habe mir das nicht wirklich angeschaut, aber ich dachte, irgendwas werde ich einfach spielen. Und dann spielen wir einfach eine Partie Schach. Wir spielen einfach eine Partie Schach. Die entsteht aus einer anderen Zugfolge, aber ja, ich denke, jetzt haben wir hier Zugumstellung. A4, Läufer B7, wahrscheinlich D4, vermute ich mal. Ja. CD. Ja, jetzt Springer C5, Dame E2, vermute ich. Ich denke, B schlägt A4, ist hier der richtige Zug. Ich gehe von Läufer E3 aus, genau. Springer FD7. Jetzt wahrscheinlich Läufer schlägt C5. Springer schlägt C5 und Turm schlägt A4. Das gab schon ein paar Partien, die so gelaufen sind. Okay, jetzt spielt hier Läufer D4. Und ich habe dann E5 gespielt. Und am Ende ist die Partie Remis ausgegangen. Ich stand sogar ein bisschen besser zwischendurch. Aber ist Remis ausgegangen. Ja, ich glaube, für die nächste Partie muss ich mir da irgendwas anderes überlegen. Weil hier kennt sich der Vincent auf jeden Fall zu gut aus. E5. Ja, so hatte ich auch gespielt. Und ich glaube, jetzt hat Bakro C4 gespielt. Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was hat hier Bakro gemacht? Oder hat er einfach auf A4 geschlagen? Aber das sieht irgendwie. Ja, machen wir mal C4, Springer C3. Und dann den Bauern auf A4, den bekomme ich schon wieder irgendwann. Der wird noch fallen. Der wird noch fallen, dieser Bauer. Gut, Springer C3. Und gleich kann ich mit dem Läufer oder mit dem Springer schlagen. Wie will ich schlagen auf A4? Keine Ahnung. Ich schlage mit dem Springer, denn ich weiß. Der Läufer ist an sich keine so starke Figur in dieser Stellung, aber okay, stabilisiert zumindest. Das ist vielleicht der Grund, weshalb er ihn gerne auf dem Brett behalten möchte. So, jetzt muss ich mir überlegen, ob ich diese Springer gerne abtauschen möchte oder nicht. Und okay, ich denke, ich werde ihn abtauschen, ja. Sagen wir so, das ist ein bisschen riskant für den Fall, wenn er jetzt den Läufer nach kriegt, habe ich ein Problem, aber ich denke. Ja, ich glaube, hier steht er jetzt vielleicht sogar ein bisschen besser. A5 bin ich mir nicht sicher. Jetzt kriege ich das Feld B5 für meine Figuren. Ich spiele erstmal Turm D1, würde sich anbieten. Eigentlich der Springer, der würde sich gerne auf den Weg machen. Ja, vielleicht macht er sich auf den Weg jetzt. B1, C3. Der Springer macht sich auf den Weg. Dame B6, Läufer B5. Ja, vielleicht kommt er direkt mit F5 um die Ecke. Das kann natürlich sein, dass er hier ein bisschen Druck macht gegen meinen Bauern. Ist durchaus jetzt ein Zug, der mir ein bisschen Sorge bereitet, bin ich ganz ehrlich. Was mache ich nach F5? E schlägt F5, Turm schlägt F5, Turm A3, aber dann kommt der andere Turm. Ich müsste eigentlich die Damen dann mal bald vom Brett nehmen. Er macht erstmal Läufer G5. Ja, Springer B1 war mein Plan. Ich finde das nach wie vor legitim. Und dann Springer C3. Ja, jetzt macht er natürlich F5. Das war abzusehen, Springer C3, FE4. Ja, der Druck hier gegen den Bauern wird doch leider recht hoch. Der Angriff kann schon sehr stark werden. Ja, der Läufer auf B7, auf G2, alles im Angriff. Die Dame auf B6 passt auch gut. Und ja, strategisch steht, weiß sehr schön, aber wie gesagt, konkret könnte es hier durchaus Probleme geben. Ja, er denkt jetzt auch schon etwas länger nach. Ja, ist nicht so leicht für weiß. Also, wie gesagt, Springer B1 war ein bisschen zu viel. Verteidiger ja schon ziemlich schlecht. Schon relativ schlecht. Okay. Ja, schon so ein kleines Problem hier, habe ich das Gefühl. Wie verteidige ich meine Figuren? Dame H5 ist auch strange. Mir, das bringt gar nichts. Ja gut, ich muss irgendwas ziehen. Ich mache Springer C3, FE4, Turm F1. So, den Bauern gedeckt. Jetzt durchspringe E4, aber kann natürlich E3 machen. Das ist das Problem an der Geschichte. Macht er jetzt auch.
Und jetzt hat er einen mehr. Jetzt hat er einen mehr, aber immerhin verliere ich nicht sofort. Das ist der Vorteil in der Geschichte. Und ich hoffe irgendwie über die weißen Felder ja, die Kontrolle zu behalten. Turm D1, Springer D5 und so weiter und dann mal schauen, was geht. Aber das war jetzt nicht optimal gelaufen. Mein Läufer ist doch hier ein bisschen ab vom Schuss. Okay, ich spiele jetzt E4, ja. Ich möchte irgendwie nicht, dass er sich stabilisiert. Vielleicht ist E4 kein guter Zug, kann gut sein. Okay, der Plan ist, wenn er sozusagen in dem Moment, wo er F schlägt E4 spielt, kann ich Turm F2 spielen, Turm F2, EF2 und dann kann ich Dame schlägt F2 spielen wegen Läufer E3. Ja, das ist sozusagen die Idee, aber ja, sehen wir mal. Wie schlimm ist das? Na gut, ich schlage auf E4, er schlägt wieder, spielt Turm F2. So, und jetzt Dame H5 oder Dame G4. Aber er hat E2 auch, muss ich ein bisschen aufpassen. Das könnte ein Problem manchmal sein. Dame G4, Turm F1. Ne, das kann ich eigentlich gar nicht machen. Ich glaube, ich muss den schlagen. So leid es mir tut, weil der Bauer ist natürlich schon sehr weit vorne, das ist klar. Ja, ein Damentausch wäre gut. Ein Damentausch wäre gut in dieser Situation jetzt. Der Bauer, irgendwann muss der weg, sonst habe ich ein Problem. So, Turm D1 erstmal. Turm ranholen, Turm D3, Turm F3 vielleicht. Läufer F4. Okay, G3 ergibt Sinn. Läufer E5, König G2 kann ich machen. Bisschen meinen König verbessern, ergibt auch Sinn. Ja, bringt den Läufer jetzt nach C5 leider. Vielleicht, naja gut, ich glaube, ich konnte das nicht wirklich verhindern. Ich kann Läufer D4 machen. Und okay, ja, da ist Turm F1 schon. Okay, Dame C5. Okay, ja, jetzt meine Stellung gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber ich denke nicht, dass ich besser stehe. Also ich vermute, es ist etwa ausgeglichen. Aber ich denke, ich sollte keine Sorgen hier haben. Kann noch Dame H5 jetzt machen. Dame H5 droht fast matt. H5 macht er. Das ist was ganz anderes. Ja, ich glaube, ich muss mal hier ein bisschen umgruppieren. In Dame C4 habe ich Läufer E6. Ich denke, das hilft mir. Jetzt habe ich Läufer F5. Ich denke, das hilft mir auch. Außer er schlägt und setzt mich matt. Das wäre natürlich schlecht. Aber ich denke, es ist kein Matt. Aber er kann natürlich trotzdem schlagen, das ist klar. Habe ich nicht gesehen. Ja, war ein bisschen doof, aber es ist immerhin kein Matt. Ich glaube, er muss schlagen, mehr oder weniger. Okay, ich denke, erstmal so spielen und dann entscheide ich mal, ob ich hier mehr als Remis rausholen kann oder nicht. Ja, es ist schon, mein König ist schon recht gefährdet hier in dieser Situation. Aber es ist die Frage, ob er mehr hat als Dauerschach, weil, gut, sein Läufer hängt, Dame E4 kann er wieder machen, okay. Dame E4, König H3. So, was jetzt? Wie geht's weiter? Okay, kann ich nicht mal Remis reklamieren? Was soll das hier? Ist doch schon dreifache Steuerungswiederholung. Okay. Ja gut, das war ja war schon mal ein wackeliger Anfang, so ähnlich wie in Kori, aber immer nicht verloren. Das ist das Wichtige. Und ich habe jetzt schon so viele Punkte, wie Bakro im ganzen Match gesammelt hat, möchte ich betonen. Ja, ihr könnt alles gut sehen, alles wunderbar. Okay, wunderbar. So, D4 haben wir jetzt. Okay, ich erwidere mit D5. Pre-Move, D schlägt C4. So, Springer F3, Springer F6. Läufer G4, mit dem Läufer raus. Das ist so eine Variante, die ich vor ein paar Jahren gespielt habe. So eine Nebenvariante im angenommenen Damen gab. Nicht so schlecht, wie man denken könnte. Auch nicht so gut, wie man denken könnte. Aber auf jeden Fall spielbar. Und für so eine Blitzpartie kann man das mal machen. So, H3, Läufer H5 zurück. Ja, G4 kann er machen. Er rochiert erstmal. Okay. So. Und jetzt kann er auch G4 machen. Er kann auch Läufer E2 machen. Ja gut, wenn er Läufer E2 oder sowas macht, mache ich einfach C5. Das ist so ein bisschen die Idee. Deshalb G4 macht er, Läufer G6, Springer BD7. Springer schlägt, Bauer schlägt wahrscheinlich. Und dann werde ich gleich C5 machen. Und ich denke eigentlich, das ist okay für Schwarz.
Ich finde das eigentlich okay, diese Stellung. Er hat sich ein bisschen geschwächt am Königsflügel mit dem Bauernvormarsch. Dafür hat das Läuferpaar gekommen, war ein fairer Tausch. Und als nächstes mache ich C5, kann ich schon fast pre-moven, obwohl will ich den Bauern hier. Ja, komm, kannst du haben, den Bauern auf B7. Ich schlage auf D4, ich spiele Springer B6. Das passt. Okay, ja, ich werde jetzt einfach mal das akzeptieren, wenn er das will überhaupt. Aber ja, ich denke, in dieser Stellung, solange er D5 nicht wirklich unter Kontrolle kriegt, und es scheint mir so, als ob das zumindest nicht so leicht wäre. Okay, ich denke, die Schwäche, wenn G4 H3 eine Schwäche sein sollte, kann er es zumindest nicht wirklich gut ausnutzen. Ja, jetzt wahrscheinlich Springer B6. Okay, ich gehe nach B3 zurück, vielleicht Springer FD5. Nach Springer BD5 gibt es halt immer diese G5-Ideen. Das würde mich an seiner Stelle etwas stören. Allerdings ist auch Springer FD5 nicht der Zug, den man wirklich spielen will. Ja? Der Springer auf B6 ist dann doch ja, nicht so platziert, wie er sollte. Ich denke, ich werde da deshalb auch nicht erlauben, dass er die Sprünge tauscht. Und jetzt Springer E4. Gut, das war natürlich ein bisschen der Nachteil an diesem Springerzug, aber dafür habe ich jetzt die Blockade hier mit dem Springer auf D5. So, jetzt haben wir also Springer C4 Ideen. Vielleicht mal, der Läufer hat auch nicht so viele Felder. Also überall könnte ja eigentlich abgetauscht werden. Läufer D2, Springer C4. Sieht vernünftig aus. Was macht er sonst? Was macht er hier? Ja, gut, Springer C4 sieht gut aus. Der Bau auf B2 hängt. Läufer C3, gut, jetzt B5 sieht recht sinnvoll aus, machen wir es mal, B5 mit der Idee B4. Hier den Druck hochhalten, gut, Turm C1, B4 will jetzt Läufer B4 machen, oder wie? Das kann er natürlich machen. Ja, machen wir mal A5, ziehen wir einfach sinnlos die Bauern hier nach vorne und schauen mal, was passiert. A5 und A5, B5. Okay. Alles ein bisschen komisch. Ich verstehe noch nicht so ganz, was sein Plan ist. Okay, ich mache mal A3. Okay, das ist nicht der Zug, den man am liebsten spielt, weil jetzt nach Springer auf C3 habe ich nie mehr die Option, mit B schlecht C3 zu nehmen. Und nach A4 Läufer A2 ist die Struktur auch eigentlich so fixiert, wie ich das nicht haben möchte. Aber okay. Dame B6. Ja, kann das jetzt ganz ruhig spielen. Ich habe wirklich kaum einen Plan hier. Ich kann die Türme verdoppeln auf der C-Linie. Ich kann den Turm nach D8 spielen. Ich weiß noch nicht genau. Ich hätte auch. Ja, ich habe auch dieses Feld F4. Ich könnte auch mal G5 spielen. Ist auch interessant. G5, Springer F4. Ist auch nicht von der Hand zu weisen. Hat Vor- und Nachteile, weil G5 könnte er vielleicht schlagen. Läufer D2. Ja, er spielt selber G5. Okay. So. Wie geht es jetzt weiter? Turm C7. Machen wir mal Turm C7. Ich finde, das sieht ganz vernünftig aus. Auf der C-Linie verdoppeln und dann B4 spielen. Ja, er macht sein Ding da. Okay. Will er jetzt H5 spielen? Ja, gut, ich schlage, spiele Springer F4. Ich glaube, matt gesetzt werde ich nicht direkt. Aber ist natürlich schon ein bisschen. Ist schon ein bisschen gefährlich. Ein bisschen gefährlich ist das schon. Von daher muss ich da aufpassen. Das ist klar. Gut, ich schlage diesen Bauern. Ja, jetzt Springer F4, Springer G6, aber dann kann er auch mit D5 kommen. Droht G6 schon? Eigentlich passiert auch nicht so viel. Kann B4 jetzt spielen, oder? Ich denke schon. Ich spiele mal jetzt B4. Es ist an der Zeit, B4 zu spielen. Kann er König G2, Turm H1 machen? Setze mich hier mal. Ne, König G2 wie Springer F4. Das ist eigentlich entspannt. So, Läufer E1. Ja, Läufer E1 sehe ich gerne. Dass er einfach diesen Bauern jetzt schlägt, muss ich akzeptieren. Und halt hoffen, dass ich jetzt irgendwie Gegenspiel kriege hier mit G6. Ja, aber nervig ist auch, Springer schlägt B2, greift auch noch den Turm an, sodass es sozusagen noch schlägt den Bauern hier mit Tempo. Mit der Dame nimmt er zurück. Okay, sehr interessant. Jetzt habe ich auch Dame F4 Ideen, das sieht gut aus. G6, macht das irgendwas? Ich schlage, Dame schlägt, Springer D1, Dame E6, er spielt G6, er gießt so richtig Feuer hier rein. Was ist Dame H7 droht matt? Okay, ich kann nicht auf D1 schlagen, Springer 4 kann ich auch nicht machen, ich schlage also auf G6. Dame G6, Springer D1, Dame E6, ja. Das ist natürlich jetzt schon. Gut, ich muss den erstmal schlagen, oder? Hab ich einen anderen Zug? Nee.
Ich schlage, so jetzt hängt E6. Das ist das Problem an dieser Stellung. Springer F4 kommt trotzdem, Läufer E6, König H8 könnte gehen. Eigentlich sehe ich nicht, warum das nicht gehen sollte. Sieht erstmal verkehrt aus, aber ich glaube, es funktioniert. Läufer E6, König H8. Und es gibt kein Matt und als nächstes kann ich auf E6 schlagen. Okay. Ich glaube, besser stehe ich leider trotzdem nicht. König H8, ja. Okay, das ist ein bisschen bitter, wenn das gut funktioniert. Aber ich denke, ich habe Dame G4, ja. Springer schlägt E6, Dame H3 Schach wäre der Plan. Okay, der hat dann Läufer H4, aber okay. Zumindest ist die Stellung dann jetzt hier schon sehr kompliziert. Ja, ich würde nicht mehr sagen, dass ich hier kein G spiele oder keine Chancen habe. Okay, ob ich besser stehe, ist natürlich wieder eine ganz andere Diskussion, aber ich denke, das ist einfach total unklar hier. Dame H3. Da habe ich, ja, ich mache mal den. Dame H3, habe ich Läufer H4. So. Ich glaube, das ist. Sieht halbwegs schlau aus. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, aber es sieht schlau aus. Von daher, wir machen das mal. Dame 4, König G8, Dame E6, Springer D1. So, jetzt muss er mal den Turm ziehen. Es ist an der Zeit, dass er den Turm zieht. Jetzt kann ich den Springer wieder zurückbringen nach C4. Turm D3, jetzt kann ich den Springer nach F4 bringen. Da bringe ich mal vielleicht die Dame nach F4. Das wird mir hier ein bisschen zu gefährlich. Aber im Endspiel stehe ich dann schlechter. Ja, aber sonst. Springer F4, Turm F3. Ist natürlich sehr explosiv, die Stellung. Springer G5 hat er auch. Ne, es wird mir hier zu, es wird mir zu bunt. Wir spielen das so. Dame F4, tauschen ab. Und dann, ja, ich glaube, das wird dann wohl Remis. Turm B3. Habe ich Tricks? Wo sind meine Tricks, wenn ich sie brauche? Ne, ich sehe keine Tricks. Okay, vielleicht ist das einfach Remis hier. Kann sein zumindest. Okay, Springer D5 kann er spielen. Ich kann zumindest noch nicht auf B4 nehmen, wegen Turm B8, denke ich. Okay, König F1, Turm schlägt B4. Und jetzt Springer C2. Ja, habe ich hier noch was? Ne, ich glaube nicht. Aber mal sehen, wir machen noch ein paar Züge. Ein paar Züge können wir noch machen hier, würde ich sagen. Turm dorthin, F3. Ja, okay, ich glaube, wir gehen die Vereinfachung hier ein. Springer E5, bringt das was? Springer E5, ja gut, ich sollte nicht auf Zeit verlieren, das wäre eher semi-gut. Von daher, ja. Wird auch diese Partie Remis enden. Okay. Ja, interessante Partie, umkämpfte Partie. Ich glaube auch qualitativ ganz gute Partie. Und Remis. Läufer H4. Auf diesen Zug war ich stolz. Das war ein schöner Zug. Okay, wir gehen zur nächsten Partie. Was mache ich jetzt gegen Sizilianisch? Ja, irgendwas anderes. Okay, mal schauen. Mal schauen. Das war ja, eben war das ja irgendwie nicht so berauschend, ne, was ich da gemacht habe. Von da, wir probieren mal sowas hier. So, Läufer D7, Läufer D7, Springer C3, E5, Dame D3, Turm C8, kurz Rochade. So, Turm. Wie spielen die Freunde das hier? Turm D1 machen sie oder sowas, ne? Ach, ja. Irgendwie so. Läufer E7. Na gut, ich mach mal A4. H6 macht er jetzt auch noch. Na gut, Springer D2. Läufer G4. Das wird hier irgendwie immer provoziert mit F3. Springer F1. So, Springer nach E3. Jetzt Läufer D2. Ja, es ist eine recht ruhige Stellung, nicht so viel los. Ich will halt die Kontrolle behalten über D5. So, jetzt kann ich Läufer E1 machen. Okay, ich hatte geplant, hier mit Dame B6 zu spielen. Okay, sehen wir mal, wie er jetzt reagiert. Wenn er Läufer F2 spielt, dachte ich, ich kann auf B2 nehmen. Sieht zwar vielleicht auf den ersten Blick relativ riskant aus, aber wäre der Springer auf C3 hängen, wäre das mit Tempo. Mit A5 reagiert er, okay. Ja, A5 ist auch so ein Zug, weiß ich nicht, ob man den unbedingt immer spielen will, aber gut, war vielleicht nötig schon. Und A5 ist sowieso ein Zug, den ich gerne machen möchte.
Also ich glaube, das war ein bisschen ungenau jetzt. Ich habe auch jetzt so eine Idee wie Springer A4, Springer B6. Kann man auch mal machen. Nach Dame C5, Springer A4 würde sich anbieten. Oder Läufer F2 sieht eigentlich auch sehr nett aus. Dame B4 glaube ich nicht. Ja, Dame C6 ergibt Sinn. So, droht jetzt D5. Ist irgendwie so schwer mal einzuschätzen. Bauer schlägt, Springer schlägt, Springer schlägt. Nö, ich kontrolliere das oft genug. So, jetzt stehe ich erstmal da. Ja, Springer A4 bleibt in der Luft. Springer B6, muss man genau schauen, weil ich darf ihn nicht zu D5 kommen lassen. Das ist die eine Sache, die ich ihm hier nicht erlauben darf, dass er zu D5 kommt. Kann er Springer H5 machen? Kann er machen, ja. Springer F4 ist definitiv eine Idee. Aber dann könnte ich Springer D5 machen. Nee, Springer H5 habe ich Springer D5 mit Angriff auf den Läufer. So, er macht G6. Okay, legitim. So, wie geht's jetzt weiter? Wo ist mein Plan? Ja, sehen wir mal, wozu er sich entscheidet. Ja, G6 war vielleicht, um das Feld F5 ein bisschen zu kontrollieren, das ja nicht dort irgendwie unangenehm. Okay, im Moment droht das wahrscheinlich noch, droht das sicherlich noch nicht, aber für die später sozusagen vielleicht ein bisschen Überprophylaxe, aber gut. Turm D2. Okay, jetzt, ja, ich würde einfach, ich muss irgendwas tun. Auch nur warten ist, denke ich, keine Option jetzt. Springer D5, ja. Ah, oh, nee, okay, das war wieder nicht gut. Oh Mann, nee, das war gar nicht gut. Läufer E3 kann ich ganz gut machen. Ach doch, ja. Ja. Mal schauen, was er macht. Mal schauen, was er macht. Aber irgendwie muss er reagieren. Denn sein Läufer hängt. Und Läufer F8, Läufer B6 sieht auch komisch aus. G4 habe ich auch noch als Idee, falls den Läufer. Also Läufer G5, Läufer E3 wahrscheinlich. Oder kann ich F4? Nee, F4 nicht. Aber Läufer E3. König F8? Ist das dein Ernst? Das kann doch jetzt nicht korrekt sein. Gut, machen wir erstmal Läufer B6. Spaßeshalber, Turm D7, Läufer E3, Doppelangriff, Springer B6 und Läufer H6. Okay, er macht das. Warum macht er das? Jetzt hat er doch ein Problem. Der Bauer hängt und es droht Springer B6. Das dürfte jetzt gut sein für mich. Springer F4 ändert nichts. Also ich dürfte hier auf jeden Fall einen Bauern gewinnen. Läufer G5 kann er machen. Aber ändert auch nichts an der Tatsache, dass ich jetzt die Qualität gewinne, oder? Springer B6, Läufer C4 ist. Ja, er kann jetzt eigentlich sogar Springer B6 sofort spielen, aber dann hätte ich Läufer C4. Aber das ist auch schon, ja. Okay, Läufer vielleicht G5, Fall G5, Springer B6 ist wahrscheinlich das, was er spielen wird. Dann werde ich einen Schach auf C5 geben. Ja, mal zu gucken, wie er reagiert darauf. Er muss wahrscheinlich nach F1. Aber ne, wenn er nach F1 geht, dann habe ich Läufer C4. Ja, Turm F2 muss er spielen. Muss Turm F2 machen. Aber ja, er kann eigentlich Turm F2 machen, ist kein Problem für ihn. Aber er muss auch Turm F2 spielen. Sonst sieht's so, zumindest stehe ich dann in Ordnung. Aber ich denke, Turm F2 wird er auch finden, ist kein schwerer Zug. Matt setzen soll er mich jetzt nicht mit Springer G3. Das ist ein bisschen gefährlich. Springer G3, HG3. Und dann das Matt auf der H-Linie. Yes! Da ist das Matt! Da ist das Matt, ja. Noch nicht leider. Okay, aber König G7 nehme ich auf C8 einfach. Was? Es geht? Scheiße. Es geht oder was? Er zieht den anderen Turm dann hoch. Ach du Kacke. Er spielt Turm D8. Verdammt nochmal. Aber sehr schön natürlich, sehr schön, aber für mich sehr doof. Ja. Ich kann nichts machen. Ich müsste die Dame abgeben, um die Partie am Laufen zu halten, oder? Ich irgendwas? Nee. Absolut nichts. Verdammt. Ja, das ist doof. Ja, guter Konter. Da war ich zu gierig. Okay, wir nutzen die Zeit, um uns mental zu sammeln. So.
Also wir können das noch kurz ausspielen hier. Es war auch eine schöne Kombination, kann man nichts sagen. Ja, da geht absolut nichts gegen Thomas 8. Ist absolut kein Kraut gewachsen. Ja, schön gesehen. Schön gesehen. Okay. Gut. So. Dann ist das leider meine erste Niederlage in diesem Match. Mit Weiß auch noch, ist ein bisschen ungünstig. Na, was soll man machen? Weiter geht's. Weiter geht's. Ja, König H1 war der entscheidende Fehler. Ich dachte, Springer G3 würde nicht gehen. Aber König F1. Ja, besser stehe ich da auf jeden Fall nicht mehr. Dame C5 Schach. Ich hätte den Läufer nicht abtauschen dürfen. Irgendwas anderes hätte ich machen müssen. Okay, weiter geht's. D4. D5. So, will er das jetzt nochmal spielen? Scheinbar. Also ich war eigentlich ganz zufrieden. Und er scheinbar auch. Bisher wiederholt er auf jeden Fall. Mal sehen, ob er sich jetzt was anderes ausdenkt. Springer C3, gut, Läufer E7. H3 macht, denke ich, Sinn. Vielleicht sollte ich jetzt sofort G4, Springer E5 spielen. Ich denke, Rochade macht nicht so großen Sinn für mich, wenn ich mir das so überlege. Habe ich nichts gegen. G4, jetzt macht der G4 einen Zug früher. Okay. Ja, das kommt auf eine ähnliche Geschichte wahrscheinlich raus. So, schlägt, schlägt. Ja, Dame F3 kann er wieder machen, wenn er will. Ich mache kurz Rochade trotzdem. G5 macht er. Das ist ja ein bisschen ungewöhnlich. G5. Ja, ich glaube, Springer D5. G8, Springer G8, F4, wahrscheinlich Läufer B4. Und dann mit dem Springer. Ah, er geht sogar noch D5. Okay, das hätte ich niemals gemacht. Einfach, okay, das. Okay, er hat immerhin C6 als Zwischenzug, das hatte ich irgendwie vergessen. Nehme ich mal an, oder? Das glaube ich nicht. Ich kann das schon mal pre-moven. Okay, gut, das hat er nicht gemacht. So, jetzt schlage ich auf G5. Er hat die Läufer, ich habe die bessere Struktur. Auch wieder interessante Stellung auf jeden Fall. Dame F3, ja, will ich jetzt ins Endspiel mit Dame F6 direkt? Oder wie wollen wir es? Eigentlich ist sein König ja ein bisschen schwächer, wobei auch nicht so viel schwächer, wenn er lang rochiert. Ja, bieten wir mal das Endspiel an. Mal sehen, was er dazu sagt. Er sagt ja. Er möchte gerne. Okay. So, hier habe ich ein Feld für den Springer. Auf E4. Der Bau auf H3, der ist eine Schwäche. Das ist klar. Ich denke, das Endspiel ist vollkommen okay für mich. Er hat das Läuferpaar, aber er hat auch Schwächen in seiner Stellung. Er hat mehr Bauerninseln. Insofern denke ich, ist das ganz okay für mich. König E2. Ja. Springer E4, Läufer C2 will er wahrscheinlich spielen. Springer E4. Okay, läuft eventuell ein Läufer C2 Tempo rein. Ja, ich denke, König E2 war ein ganz guter Zug. Ist Abwartezug und jetzt soll er mal zeigen, was er macht, ja. Aber für D2 Springer E4 habe ich jetzt auch Läufer E1. Okay, ich mache Springer E4. Ich denke, ich nehme das Tempo dann an. Und Turm H4, wow. Okay, also probiert er ein bisschen mit Tricks hier. F4 Springer G3 ist, denke ich, die Idee. Ist sicher die Idee. Aber ich denke, jetzt habe ich Turm G1, Turm G4 vielleicht. Turm G1 und Turm G4 will er jetzt machen, oder wie? Das ist natürlich doof. Ein bisschen doof. Nicht super doof, aber ein bisschen doof. So, Turm G4, Springer D6. Ich möchte natürlich nicht seine Struktur verbessern. Von daher ziehe ich zurück. Aber das hat jetzt definitiv seine Stellung mehr verbessert, als dass es meine Stellung verbessert hätte. Ja, okay. So, Läufer D2. Gut, König D7 sieht sinnvoll aus.
schwarzen Feldern und nicht auf den weißen. Das heißt, das lasse ich lieber. Und okay, ich habe ja auch schon, ja, liegt schon einen halben Punkt vorne, da brauche ich jetzt nicht irgendwie unnötiges Risiko einzugehen. Also ich glaube, nach wie vor ist die Stellung ziemlich in Ordnung für mich. Vor allem wegen dieser Schwäche auf H3, die er immer decken muss. So macht er jetzt. Okay, ich mache mal Springer B5. Ich gehe auf den Bauern auf D4. Läufer E3, Läufer F6. Ich will E5 provozieren. So, E5, Läufer E7. Läufer B3. Ja, jetzt geht er auf meinen schwachen Punkt leider. Das ist bisschen lästig und er hat E6 als Idee. Das ist doof. Ja, das ist leider doof. E6 ist ein ziemlich ungünstiger Zug für mich. Ich glaube, jetzt stehe ich schlecht. Tja. Weil meine Bauern einfach gleich wie reife Früchte fallen werden. Wie reife Früchte. Obwohl, vielleicht geht's noch. Vielleicht geht's noch. D5 sogar macht er. Das ist wahrscheinlich sogar besser. Was ist jetzt mit dem Bauern? Soll ich den mal nehmen? Ja, ich nehme mal den Bauern. A4 habe ich Springer D4. Das ist ziemlich wichtig. Ja gut, D6 kann ich jetzt nicht. Also, wenn ich schon so spiele, muss ich auch mit D6 spielen. Sehen wir mal, was er geplant hat. Okay, ich sehe schon, wie er plant zu überlegen, weil generell wäre sein Springer gefangen nach A4, aber er hat noch Springer D4 Schach. Dann Läufer schlägt D4, Turm schlägt B3. Ich denke, darauf basiert seine Verteidigung, aber ich bin mir nicht so sicher, dass das auch wirklich gut funktioniert hier. Und das sieht sehr ähnlich für ihn aus. Sehr, sehr gefährlich. Ja. Spannend. So, jetzt Läufer B6, dann A4. Er will mal einen Springer gewinnen, der Schlingel. Aber ich habe auch hier den Trick Springer D4. Ach so, jetzt hat er Läufer F7. Eieiei. Eieiei, er hat Läufer F7. Ach du Jemine. Oh je, oh je. Ja, oder so rum. Nee, das war jetzt ganz schlecht. Das war ganz, ganz. Oh, das wird ja noch schlechter. Hier schon der zweite Punkt sein, tatsächlich. F6, F6, Springer D4, kann ich Turm schlägt D4 spielen. Läufer schlägt D4, FG7, König schlägt mit Schach. Und dann ziehe ich im nächsten Zug auf G8 durch. Das war's. Auch hier schon wieder leider. Denn der Bauer, der wird nicht zu stoppen sein. Okay. Ja, eigentlich war lange Zeit alles in Ordnung, auch glaube ich in dem Endspiel, aber dann. Ja, dieses E4, E5 zu provozieren, das war komplett der Schritt in die falsche Richtung. Ja. Ich muss besser spielen, wenn ich noch eine Chance haben will in diesem Match auf jeden Fall. Es steht gleich 3 zu 1. Das ist nicht gut. Ja. Okay, wir geben diese Partie einmal auf. Haben wir hier noch was? Nee, ich glaube nicht. So, okay. Nächste Partie mit Weiß wieder. Was mache ich gegen Sizilianisch? Eigentlich lief es nicht so schlecht eben, aber so richtig war es nicht das Gelbe vom Ei. Tja, 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 tja. So, irgendwas anderes überlegen, gut. Irgendwas anderes gegen Sizilianisch. Jetzt macht er mal was anderes. Er hat auch keine Lust mehr, scheinbar auf Sizilianisch. Okay. Gut, die letzte Partie, die lief ja auch ganz gut für mich, so im Großen und Ganzen. Von daher ist das nicht allzu verwunderlich, dass er jetzt abweicht mit K.O. Kann. So. Hier haben wir K.O. Kann. Ohne H5 ist ein bisschen was anderes. Kleine Nebenvariante, kleine Überraschung. Einfach mal ein bisschen was anderes. So, lange Rochade, Läufer E7, Dame E2. Das habe ich schon mal in einer Turnierpartie gespielt. Ist nicht so schlecht, denke ich. Kann man mal machen. Kann man mal machen. In der Turnierpartie, lief es auch ganz gut. So.
Was macht er jetzt? Wenn er kurz Rochade macht, kann ich Springer F1 machen und dann so ein bisschen angreifen. Das ist immer ganz nett. C5 ist noch ein weiterer Zug, der kam in meiner Partie. Macht A5, okay, ich spiele einen Springer nach E5. Jetzt macht er A4, gut, ich mache mal F4. Vielleicht hier so ein bisschen was mit F5. Vielleicht geht da was. Ja, vielleicht war das zu viel hier, ich weiß es nicht. Okay, ich muss trotzdem rochieren. Springer E4 könnte ich nehmen und Springer F6 und damit D5 vielleicht. Ist halt jetzt die Frage. Er muss irgendwie vielleicht auch Springer F1, aber er muss in jedem Fall diesen Springer auf G3 bewegen und dann mit G4, G5 spielen. Das sollte in jedem Fall sein Spiel sein. Oder mit F5, okay. Das ist noch eine Alternative. Ja, sieht eigentlich auch ganz gut aus. Okay, die Frage ist halt, was passiert, wenn ich auf E5 nehme und Springer D5 spiele? F6 kommt dann vermutlich. Okay, diese Sache muss ich jetzt berechnen, wie das. Ja, das E schlägt der 5, Springer 5, Turm E8, Läufer H6, sieht ziemlich gefährlich aus für ihn, tatsächlich. Gut, was sonst? Was will er sonst machen? Er kann auf E5 nicht schlagen, ich schlage wieder A3, macht er erstmal. Ja gut, A3, B3, okay. Das ist sinnvoll vermutlich. Ich meine, ich hätte auf E6 schlagen können, aber meinen König so zu schwächen, das kann es nicht sein. So. Okay, er hat auch so eine Idee wie Springer E5, D5 und dann Dame D4, muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ich habe zum Glück C3, da ist alles noch verteidigt. Das ist eine wichtige Idee, auf die ich aufpassen muss, dass er mich hier nicht matt setzt auf B2. So, diesen Zug später. Ja. Was jetzt? Okay, schlagen muss richtig sein. Achso, jetzt schlägt er auf E5 oder wie? Habe ich gar nicht bedacht, dass er jetzt auch auf E5 schlagen kann. Mist. Und ich dachte, dann kommt Läufer D6. Und wenn er DE spielt, ja, okay, er wird DE spielen. Und FE C4. Wenn er C4 spielen kann, dann habe ich eventuell Dame B6, CD, Dame D4. Okay, ja, ich denke, den Bauern muss ich nehmen. C4. C4. So. Der Springer muss jetzt ziehen. Vermute ich. Dann habe ich irgendeinen Abzug hier. Ich kann freie Wahl, freie Auswahl. Ich kann mir den Bauern auf H6 schnappen. Ja. Ich kann auch. Ja, gut. Also, den Bauern auf H6 zu schnappen ist schon, glaube ich, die attraktivste Möglichkeit, die ich habe. Dame B6 macht er. Was geht denn jetzt ab? Dame D4. Dieser Vincent, der ist echt ein sehr trickreicher Spieler. Dame D4 will er spielen. Das gibt's doch nicht. Ja, das scheint zu funktionieren. Diese Drohungen hier sind ernst zu nehmen, auf jeden Fall. Okay, was mache ich dagegen? Dame E4. Läufer schlägt H6 trotzdem? Nee, das ist zu radikal. Läufer schlägt H6 trotzdem? Zweischneidig. Ziemlich zweischneidig. Okay. Muss mal kurz hier nachdenken. Ja, Läufer schlägt H6 sieht zu riskant aus. König B1, Dame D4 kann ich nicht machen. Die Dame darf hier nicht hinkommen. Ich muss Dame E4, aber ich will Dame E4 eigentlich nicht machen. Ah, das lässt ihn auch hier rein irgendwie. Dame G4 vielleicht. Dame G4 sieht doch gut aus. Da bedrohe ich auch den Bauern auf E6. Ja. Ich bedrohe den Bauern auf E6. Das ist jetzt ein Plus. Und Springer H5, Läufer H6 Ideen sind auch in der Stellung. Sehr scharf, sehr scharfe Stellung. Springer E3 wahrscheinlich macht er. Ja, und dann Dame E6, Turm F7 macht er wahrscheinlich. Springer E3 könnte ein Problem sein. Dame E6, Turm F7, Läufer E3, Dame E3, König C2, das sieht verkehrt aus. Dame F2, verliere ich Figur. Was mache ich gegen Springer E3? Ich sehe es nicht so richtig. Springer B4 macht er.
Warum? Ich weiß es nicht, egal. Okay, so, ein paar Möglichkeiten. Viele Möglichkeiten. Okay, der Bauer hier, der ist auch wichtig. Okay, ich schlage jetzt mal auf E6. Turm F7, Springer F5 vielleicht. Ich kann natürlich auch. Er zieht einfach weg, eiskalt. Ich habe das Gefühl, er sollte ja derjenige sein, der dann Probleme kriegt. Und Dame schlägt E7, Springer A2. Okay, das würde ich in keinem Fall erlauben mit Weiß. König C2, vielleicht sogar Dame D4. Puh. Okay, Turm F2 gibt es auch noch. Ja, muss ich dann gucken, wie ich genau spiele. Okay, eigentlich gefällt mir Turm F2 besser. Weiß es nicht. Ich schlag mal den. Aber eigentlich kann das nicht richtig sein. Nee, das kann nicht richtig sein, was ich hier gemacht habe. Spiel B4. B4. Ja, ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe absolut nichts hier. Dame E3, ja. Na, es ist matt. Es ist matt. Es ist matt. Was war das denn jetzt? Da lässt er mich nochmal zurück in die Partie. Da lässt er mich nochmal zurück in die Partie. Und dann. Achso, das ist Schach. Jetzt würde er ein bisschen mit mir spielen. So. Lässt mich nochmal zurück in die Partie. Und dann doch wieder nicht. Okay, noch ist nicht vorbei. Noch ist das hier nicht vorbei. Läufer E7, Dame D7. Also auf jeden Fall schon mal sehr interessante Partie, egal wie das jetzt hier ausgeht. Es ist echt nicht leicht zu spielen hier. Ja, das ist echt unglaublich kompliziert, das Ganze. Schach, Dame D7. So, jetzt gibt er erstmal wieder Schachgebote. Ich darf keinen Damentausch zulassen. Macht er C5. Ja. Ah, der Zug ist komisch. Warum tausche ich nicht die Damen? Ist das nicht Remis? Ich die Damen tausche über D5, warum habe ich nicht die Damen getauscht über D5?
wechseln. Ja, ah, verdammt, verdammt nochmal. Ich hätte das Remis so häufig machen können und krieg's einfach nicht gebacken. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Ganz bittere Niederlage, ganz bitter. Ganz bittere Niederlage. Scheißdreck. Sorry fürs Gefluche, aber das war unnötig. Das war es so gut wie. Jetzt steht es 4-1 für ihn. 4-1. Ah. Okay. Nächste Partie. Ja, gut. Er braucht nur noch einen Remis und dann hat er gewonnen. Er braucht nur noch einen Remis. So, dann muss ich mal ein bisschen was anderes spielen hier. Machen wir mal C6. Machen wir mal was anderes. Bisschen Variation hier reinbringen. Ach, das hatte ich doch sogar gegen ihn. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Das hatte ich sogar gegen ihn. In der Partie. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt ging. Ach, ja, warum spiele ich das jetzt gegen ihn? Das ist nicht. Gab es irgendeinen Trick? Vollkommen verkehrt aus. Okay, laufe B4. Das, ne, die Variante hätte ich nicht spielen dürfen. Die Variante hätte ich nicht spielen dürfen. Ah, ich glaube, ich muss auf F3 erstmal schlagen. Ah, warum schlage ich nicht zuerst auf F3? Ich glaube, die Variante gibt es sogar. Warum schlage ich nicht zuerst auf F3? Okay. Kann ich jetzt auf F3 schlagen? Nee. Auch nicht. Also, okay, ob ich besser stehe und wenn ja, wie viel? Wie gesagt, andere Diskussionen, aber okay. Vielleicht gewinne ich ja mal den Bauern auf C6, dann würde ich in jedem Fall deutlich besser stehen. Okay, ich vermute, Läufer G6 ist sein Zug, damit er nach Dame schlägt, C6, Läufer E4 hat. Okay, Springer D5. Macht jetzt auch nicht so viele Probleme, würde ich mal behaupten. Ich denke, ich mache einfach C4. Und dann nimmt er jetzt auf E3. Nee, okay, das ist zu viel. Das ist zu viel. Okay, Springer B6, Dame schlägt C6, sollte einfach gut für Weiß sein. Es sei denn, er kann irgendwie meine Dame fangen, aber ich sehe absolut nicht, wie das gehen soll. Springer C3. Fängt das nicht den Springer selbst? Dame C2? Einen Moment. Übersehe ich was oder ist das einfach der Springer gefangen jetzt? Meine F6 kann ich einfach nach F3 zurück. Ich muss ja nicht auf C6 nehmen. Sieht so aus, als ob der Springer einfach gefangen ist für mich. Okay, sehen wir mal, was er sich noch aus einfallen lässt hier. Der ist auch leider weg. Ja, das war eine nicht so gute letzte Partie. Okay, F6, Springer C6. Gut, F6 sehe ich nichts anderes.
Ja, Springer C6, Springer E7. Das war's. Das ist am einfachsten. Das ist wahrscheinlich noch einfacher. Leider. Ja, den kann er auch noch schlagen. Er gibt mir keine Chancen hier. Mein Springer, mein armer Springer. Ja, das ist einfach eine Minusfigur und auch keine Zeit. wird schwer, glaube ich. Von hier. Wird schwer. Ja, gut. Kann sagen, was man will. Er hat einfach deutlich besser gespielt. Das war das Hauptproblem. Einfach deutlich besser gespielt. Warum möchte ich nicht Dame? Gut, Dame F3 bringt auch nicht so viel. Einen Moment, nicht, dass ich jetzt hier noch Blödsinn spiele. Okay, ich habe eigentlich genug Zeit, das mir in Ruhe zu überlegen, wie ich weiterspiele. Ich muss nicht schnell spielen hier. Okay. Dame D3 vielleicht. Dame F3, genau. Und Turm G1. Turm E8. Und jetzt einfach Läufer C5, dachte ich. Ah, nee, einen Moment, man nimmt da auf F4 und F2 hängt, das habe ich vergessen. Oh Mann. Okay. Dame E2 kommt, Turm schlägt E3, oder geht das? Ja, das könnte ich einmal kurz berechnen, ob das geht. Weil wenn er das nicht machen kann, das. Turm E3, F4, Turm E3, Turm D8, König F7, Turm F8 kann er nicht. Dame schlägt H3, muss wohl kommen. Ich kann nicht auf E3 schlagen, leider, weil er Schach geboten hat und Schach und Schach und mein Turm ab einsammelt. Leider. Hier wird es leider kein Happy End geben. Leider nicht. Na gut, jetzt tauscht er einfach. Er tauscht einfach. Schlägt auf C6 und das war's. Ja. Ich könnte auch aufgeben. Es wäre nicht zu früh. Es wäre nicht zu früh. Wäre nicht zu früh. Und okay, einfach mal Turm F7, ja? Kann eigentlich gar nichts tun. Ich decke die 2-3 auf der B-Linie und werde gleich. Okay, ich spiele sogar Läufer D6. Turm B2, Läufer F4 setze ich dann matt. Ich glaube, ich werde matt gesetzt. Ja, es riecht nach matt. Okay, alles klar. Alles klar. Nee, kein Remis. Okay. Ja, starkes Match, Vincent, Glückwunsch. Hatte ich leider keine Chance. Das waren einfach vier Siege in Folge für ihn. Eieiei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.